Ihre Mobilitätswende ist toxisch für die Innenstädte, reine Klientelpolitik für große Städte, Studenten und die kleineren und mittleren Städte, die leiden unter Ihrem ÖPNV-Fetisch. Ich habe es jetzt vermisst, der Kollege Bückner ist ja auch aus meinem Wahlkreis Schwäbisch Gmünd. Da hätte er eigentlich was ganz anderes ansprechen sollen. Da gibt es noch ein konkretes Beispiel, wo die Mobilitätswende die Innenstadt zerstört. Jetzt kläre ich Sie heute auf, der Schwäbisch-Gmünder Gemeinderat. Dort folgt nämlich Ihrem Kampf gegen das Auto. Man hat die vordere Schmidgasse, eine zentrale Straße für Pkw-Verkehr in der Innenstadt für Autos gesperrt. Das fordert sich ja immer. Immer weniger Autos in die Innenstadt, das ist ganz toll. Und die Folgen waren absehbar. Die angrenzenden Geschäftsleute klagen über spürbare, dauerhafte Umsatzeinbußen. Die Innenstadt ist durch das Anti-Auto-Projekt keinen Deut besser oder lebenswerter geworden. Wie das übrigens Oberbürgermeister und Gemeinderat behauptet haben.